Hallo, Hallöle, da bin ich wieder, euer Döskopf zu einer schönen kleinen Runde Pokémon Revolution Online und ich habe mich eigentlich schon richtig darauf gefreut. Ich habe schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. Wir haben jetzt das komplette letzte Wochenende, also von Freitag, Samstag, Sonntag und Montag Diablo 4, die Beta, gespielt. Am Dienstag hatte ich keine Zeit zum Streamen. Und jetzt ist schon wieder Mittwoch, also wir haben fast eine ganze Woche lang kein Pokémon mehr gespielt. Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir waren irgendwo in dieser Basis von denen. Ja, genau. Warum geht meine Tastatur nicht? Da ist er. Nach unten kann ich nicht. Achso, das ist eine Barrikade. Sieht aus wie ein Teppich. Sieht aus wie ein Teppich. Aus welcher Richtung sind wir gekommen? Aus der anscheinend. Ich glaube, wir wollten uns noch ein bisschen umgucken. Ich bin mir nicht ganz sicher. Falls ich gerade sinnlos und grundlos zurücklaufe, dann tut's mir leid. Das ist wirklich der Eingang? Ja, stimmt, das war doch diese Stelle mit dem Reinschwimmen. Ja, okay. Es ist wirklich so lange her, ich muss mir gerade nochmal so einen kleinen Überblick verschaffen, damit ich weiß, wo ich bin. Ja, wo sind wir? Kennt ihr den Film? Da treiben sie erst in einem Auto, dann im Haus und dann auf dem Boot. Und dann sagt das Mädchen, wo sind wir? Oh Gott. Das war, glaube ich, aus irgendeinem Scary Movie Film. Weil das war jetzt gerade ein Zitat. Das sagt ein Charakter. Ich glaube, sogar eine Frau sagt das. In den Scary Movie Film. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, um was für einen Film es da überhaupt geht. Hallo, Shadow Lilith. Na, wie geht's dir? Am Wochenende hast du gesagt, du bist krank. Bist du immer noch? Hast das ganze Diablo 4 Beta-Streaming verpasst? Ja, es tut mir so leid. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Okay, also hier waren wir überall schon. Keine Stimme. Was hast du schon wieder, ey? Das ist schlimm. Naja, ich hoffe, es wird bald besser. Bist du bestimmt jetzt die Woche zu Hause, oder? Krit, krit. Etwas, womit du nicht gerechnet hast. Was? Nee. Du hast das große C, das böse C? oh fuck. Nee. Ich will erstmal mich noch an anderen Stellen umgucken. Ich glaube, wir haben die noch gar nicht bekämpft, die junge Dame hier. Genau. Naja. Aber ich glaube, das ist ja mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, oder? Eine Woche krank und dann geht es den meisten schon wieder recht gut. Ich selber hatte es noch nicht, ich kann es da nicht beurteilen. Wir hatten schon Fälle im Haushalt, wo ein paar Leute das eben hatten. Aber auf mich ist es nie übergesprungen. Oder ich hatte keine Symptome, ich weiß es nicht.
Ich habe mich in der ganzen Zeit nur einmal testen lassen und das war ein Haustest. Und auch nur damals, als es im Haus war. Also ich weiß gar nicht, ob ich es zwischendurch vielleicht mal hatte oder nicht. Ich hatte definitiv keine Symptome, also ja, da hatte ich Glück. Nee, aber ich wünsche dir gute Besserung, hoffe, es wird bald. Du weißt ja, was man immer schön sagt, ne? Tee trinken, schlafen. oder schönes Süppchen, so eine schöne Hühnerbrühe. Ohne großartig viel was drin, einfach nur Hühnerbrühe, bisschen Salz und Pfeffer. Ist so, dass man einfach ein bisschen Flüssigkeit bekommt und ich denke, das Salz hilft auch so ein bisschen, dass man, weiß nicht, ist das wie so bei Elektrolyten? Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, aber ja, ein bisschen Fett und ein bisschen Wasser kann nicht schaden. Oh Gott, was laber ich? Sieben Orden hast du. Da geht's ja jetzt als nächstes zum Giovanni, ja? Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Hm? Das war ja keine große Hilfe. Nein, doch. Oh. Haust du gleich deine Punkte raus? Ja. Oh, Feuer. Explosion. Ich müsste mich dann mal heilen, demnächst. Oder? Ich bin jetzt einfach ein Item. Kein Wunder, dass diese Aqua-Rüpel auch geschlagen wurden. Ja, mich hält halt nichts auf, ja. Gar nichts kann mich aufhalten. Habe jetzt reichlich da. Was hast du jetzt reichlich da? Wo bin ich? Ach, da. Ach, Punkte. Ah, du hast gelürgt, ja, und gespart. Smart. Hä? Ja, Affen. Ich will nach oben laufen. Guck, ob da oben was ist. Warum geht das nicht? Man landet immer unten, komischerweise. Mal müsste man drauf landen, dann nach oben laufen können. Aber es geht wohl nicht. Bin ich hier? Ah. Das ist schon ein Weilchen her, seit wir einen Eindringling hatten. Aber ich werde... Ich werde dich hier rausschmeißen. Das will ich sehen. Nix da. Viel Glück, schreibt sie. Danke dir. Wir schaffen das gerade so. Ganz knapp. Ich brauche den gar nicht angreifen. Der stoppt von alleine. Oh nein, mein Boss wird mich jetzt umbringen. Was ist hier? Gar nichts? Komischer Raum. Okay. Ich habe übrigens mal nachgeguckt, was ist mit dem Absolit.
und diesem Absolut-Turnier auf sich hat. Das braucht man gar nicht erst versuchen. Das ist wieder so ein Level 100er Ding. Das können wir dann vielleicht nach der Liga machen. Mal schauen. Aber ich hatte mir das ja schon fast so gedacht, dass alle Quests, die mit dem Megastein zu tun haben, dass die eigentlich Level 100er sind. Okay, was es hier alles für Bereiche gibt, du. Es scheint gefährlich zu sein, hier zu surfen. Was? Meinst du das voll Ernte? Also hast du bei Diablo 4 auch ein bisschen zugeguckt? Wie findest du es so? Also ich habe sehr, sehr unterschiedliche Kritik gelesen oder hinterher dann gesehen. Sehr viele Leute, die meinten, es war geil, und sehr viele Leute, die meinten, es war absoluter Mist. Ultraball. Eigentlich nicht ganz verstehen kann. Ja, so richtig wie in Diablo 2 hat nicht gewirkt, ne? Aber muss es ja auch nicht zwangsläufig. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Was mir halt nicht gefällt, sind die Dungeons. Zu viele. Zu viele Dungeons. Naja. Ich habe jetzt gar nicht vorgelesen, was der gesagt hat, ne? Ich glaube, er hat gesagt, ich muss meine Forschungen fortsetzen und jeder, der mich stört, wird meinen Zorn spüren. Ja, viel zu viele Dungeons. Fand ich völlig übertrieben. Das Problem ist, du musst die ja quasi mehr oder weniger machen, weil du willst ja diese Aspekte oder beziehungsweise diese, wie heißt denn das? Aspekt ist, wenn du es, glaube ich, aus dem Item rausnimmst, wenn du es im Buch hast, Codex, glaube ich, ne? Du musst die ja quasi alle machen für die Codex-Einträge. Beziehungsweise das Blöde ist, wenn du nur eine Klasse spielst, dann brauchst du die meisten von denen gar nicht, weil die meisten ja für andere Klassen sind. Für jede Klasse ist ja was dabei. Also theoretisch könntest du dich entscheiden, du lässt die für andere Klassen einfach liegen und ignorierst die. Aber als jemand, der alles abschließen will, als jemand, der sich als Completionist sieht, ist es wieder ein bisschen blöd, ne? Du wirst zurückkommen und wirst die alle nochmal machen. Aber ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das mache, wenn es dann im Juni als Vollversion dann rauskommt. Ich werde mich mit Nebenquests und Dungeons und Lilith-Altären gar nicht großartig aufhalten. Zumindest nicht für den ersten großen Playthrough. Sondern wird einfach wirklich strikt der Main-Story nachgehen und versuchen, das vielleicht sogar in ein oder zwei Tagen durchzuspielen. Und das dann halt dann auch erstmal so als Main-Story-Playthrough mit allen Videos und sowas auf YouTube zu klatschen. Und dann können wir ja in den Streams dann backtracken und nochmal mit mehr Sachen machen gehen und sowas. Und ob ich die Sachen dann überhaupt auf YouTube klatsche, weiß ich nicht. Das entscheidet sich je nachdem, wie da Spaß macht. Beziehungsweise ob Leute überhaupt Interesse hätten, sich sowas anzugucken. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann vielleicht so die Nebenquests so als Reihen direkt mache. Also dann, es gibt doch manchmal so Nebenquests, die wirklich aufeinander folgen, ne? Eine Questreihe. Dass ich dann quasi ein Video dazu mache, wie die Questreihe geht, ein Video dazu, wie die Questreihe geht. Und nicht einfach so wirr durcheinander. Wie ich sonst immer spiele. Und deshalb wenn wirklich jede Nebenquest mehr oder weniger ignorieren und liegen lassen. Nur die Mainquest erstmal machen. Ich denke, so machen wir das.
Aber bis dahin ist auch noch so viel Zeit. Im Juni kommt das erst. Ha. Wobei, wenn ihr diese Folge auf YouTube seht. Oh. wenn ihr diese Folge auf YouTube seht, dann ist wahrscheinlich schon Juni oder so. Was haben wir jetzt? Ende März? Und ich bin knapp. Ich habe knapp 100 Folgen vorproduziert. 100 Folgen sind 100 Tage, ne? Logisch, weil ich pro Tag eine Folge rausjage. Das sind dann also über 3 Monate. Ja, es könnte sein, dass ihr diese Folge seht, nachdem Diablo schon raus ist. Nachdem ich schon Diablo gespielt habe. Es könnte sein, dass ihr die Vollversion auf dem YouTube-Channel seht, bevor ihr diese Folge seht. Nein, meine Testsubjekte. Unser Boss wird dich definitiv nicht gehen lassen, sobald sie davon erfährt. Ja, das ist Wahnsinn. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach diese 100 Folgen in 2-3 Tagen irgendwie rausklatschen. Das macht keinen Sinn, ne? Niemand guckt sich pro Tag 8 Stunden Videomaterial an. Deshalb, ich produziere es so, wie es kommt und mache pro Tag eine Folge. Wir machen, ich gehe sehr wichtigen Forschungen nach. Ich werde dich wissen lassen, wie gefährlich meine Testsubjekte sind. Deine Testsubjekte sind seine Pokémon? Das ist ja aber ein Arschloch, oder? Das ist ja ein Arschloch. Ha! Ich hatte fast schon ein bisschen Mitleid hier. Vor allem, weil wir ja eigentlich so fast auf der gleichen Seite sind. Wir wollen ja alle jetzt den Action Jackson aufhalten. Er hat uns ja alle verarscht. Und will die Bestien, also hier die, ne, die Titanen loslassen. Und eigentlich sind wir ja hier, um die zu warnen, beziehungsweise wir sollten, also ihr Anführer hat uns hergeschickt, ne? Und die bekämpfen uns. So affig. Naja. Bei uns gibt es heute komplett selbstgemachte Lasagne. Ich freue mich schon darauf. Also ich habe gestern die Soße dazu gemacht. So eine Hackfleisch-Gemüsesoße. Standardding, wie man so zu Spaghetti oder allem möglichen draufhauen kann. Ne? Könnt ihr so machen, wie ihr so wollt. Dann habe ich heute den Teig gemacht. Und während ich streame, werden jetzt andere im Haushalt, ne? Muss ja nicht immer nur ich kochen, werden jetzt andere im Haushalt den Teig dann ausrollen, zuschneiden, also sogar die Lasagneblätter, ne? Ich nenne jetzt mal die Nudeln, ne? Die sind selbst gemacht. Alles selbst gemacht. Das wird lecker. Ich werde dann mal ein Foto im Discord posten, für die, die es interessiert. Ne? Kennt ihr den Channel Foodporn? Könnt ihr mal wieder reinschauen. Könnt auch gerne selber mal was reinposten, wenn ihr was Leckeres zu Hause habt. Ne? Ein bisschen Bewegung in die Bude bringen. Mal ein bisschen was im Discord posten. Oh nein! Dank dir kann ich diese Fiffiens nicht mehr als Testobjekte benutzen. Warum nicht? Warum nicht? Geh zur Schwester Joy, heil sie. Fertig. Ich werde das dem Boss berichten. Oh, der ist weggegangen. Er ist weggegangen. Komisch. Lecker. Unterschätzt unsere Organisation nicht. Wir wollten eigentlich gestern schon die Lasagne machen. Hatten dann festgestellt, dass wir keine Fertigblätter für diese Lasagne-Schichtscheiben, keine Ahnung, hatten. Dann haben wir gesagt, ja, scheiß doch, wir essen heute Reste und morgen mache ich selber frischen Teig und dann ist es sogar noch besser. Ne? Kein Fertigteig mehr, sondern heute gibt es frischen. Ist auch ganz, ganz simpler Teig, nichts Besonderes, bisschen Wasser, ein Ei, Prise Salz, ein paar Tropfen Öl rein und dann einfach
Mehl nach Augenmaß. Ja, Tasse Wasser, also große Tasse habe ich genommen. Ne? Wir haben so ganz normale Teetassen, dann haben wir so richtig schöne großen. Ihr kennt die. Ich glaube, ihr kennt die richtig großen. Ungefähr so die Menge, das reicht dann. Und ja, Mehl nach Augenmaß, keine Ahnung, wie viel das war. Muss man selber fühlen, wie sich der Teig entwickelt. Ich muss erstmal meine Pokémon trainieren. Du musst erstmal deine Pokémon trainieren. Ach, Mewtwo, hast du versucht, ja? Der ist ganz schön heftig. Problem mit dem ist, der ist schweineschnell und sehr, sehr stark. Das heißt, du musst entweder schneller sein als er, was ziemlich schwer ist, oder in der Lage sein, einen Angriff von denen zu tanken. Entweder durch ein sehr, 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 sehr defensives Pokémon oder mit Sturdy. Da ist immer mein kleiner Geheimtrick für Kanto. Mein kleiner Geheimtrick für Kanto ist quasi immer ein Geowatz mitnehmen. Also immer ein Georock. Oder irgendwas anderes, was halt Sturdy hat. Robustheit auf Deutsch. Und dann kannst du eben kontern, ne? Du kannst eine Attacke überleben und draufhauen. Und wenn das Vieh stirbt, setzt du das nächste Pokémon ein, machst einen Full Revive oder Revival Herb oder sowas auf das, lässt das eine Vieh sterben, kommst wieder mit einem Geowatz rein, machst du nochmal Erdbeben. Machst du das, bis der down ist. Dein Pikachu ist schnell, aber wahrscheinlich nicht stark genug, um es zu one-shotten, ne? Ich mag vielleicht verloren haben, aber hier gibt es viele stärkere Trainer. Ja, aber hier gibt es noch viel, viel mehr stärkere Trainer. Ich werde dich ihnen überlassen. Oh, falsche Richtung. Ah, sind wir wieder hier gelandet, ja. Ist das hier der Weg zurück? Scheint so. Hier waren wir doch schon mal, oder? Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, aber hier... Ah, noch habe ich neue Wissenschaftler entdeckt, aber hier geht's auch nicht weiter. Was willst du? Was gibt's denn an Pfiffchens nachzuforschen? Ich betreibe Forschungen an diesen Pfiffchens. Du wirst es bereuen, mich gestürzt zu haben. Was gibt's an Pfiffchens großartig zu forschen? Hier ist ein Stock. Wirf. Hol. Das ist ein Hund. Wir gehen gleich die PP aus mit Torkoal. Das wird wahrscheinlich sein letzter Kampf. Morgen müssten wir mal wieder eine Runde Minecraft zocken. Da habe ich auch schon so lange nicht mehr reingeschaut. Ich warte so ein bisschen, dass der Metal mal wieder Zeit hat. Dass wir zusammen zocken können. Zusammen streamen können. Aber der hat sich ewig nicht mehr gemeldet. Werde ich wahrscheinlich morgen einfach mal eine Runde ohne ihn spielen. Du kannst ja gerne wieder mitbauen, wenn du willst. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du in der Zwischenzeit was weitergebaut hast. Ja, der Server steht ja offen. Ah, dank dir sollte ich nun meine Forschungen von vorne anfangen. Na gut, dann werde ich halt nach gesünderen Pfiffchens Ausschau halten. Nächstes Mal, wenn wir uns treffen, werde ich dich nicht einfach so davon gehen lassen. Nachforschungen. Ich liebe es, Pokémon zu erforschen. Deshalb arbeite ich als Wissenschaftler für Team Aqua.
Ja, genau, wenn es dir schlecht geht, dann natürlich nicht. Ach, jetzt habe ich vergessen, dass ich das Torkoal ja austauschen wollte. Was kann man denn hier einsetzen gegen Pfiffians? Sind alle Unlicht. Gegen Unlicht ist Käfergut, Fee und Kampf. Ich habe eigentlich keinen einzigen Kampfmove. Kein Feenmove und auch kein Käfermove. Wie kommt das? Naja, gut. Der hat keine Attacken mehr. Wir wechseln mal auf den Gabor. Es gibt dann auch bald schon Essen, glaube ich, so eine halbe Stunde vielleicht. Also, mal schauen. Ich denke mal, dieses Versteck schaffen wir noch locker in der Zeit. Dann gibt es da wieder ein kleines Päusel und dann geht es weiter für den Rest des Abends. Okay, ich bin fertig mit dem Forschen an Pfiffians. Ich werde nach stärkeren Pokémon für meine nächsten Forschungen suchen. Also quasi, er hat die Schnauze voll von den Pfiffians. Er sucht sich jetzt was Gescheites. Die Weiterentwicklung. Jetzt wird es ja ein bisschen interessant. Hier kommen wir nicht durch. Kann man an den Kisten was klicken? Eventuell müssen wir hier mal rein. Oder da. Da haben wir, glaube ich, was entdeckt. Ja, hier waren wir noch nicht. Ich werde dir die Macht von Team Magma zeigen. Wie heißt denn jetzt eigentlich die neue Organisation, wo Magma und Aqua kombiniert sind? Ich wusste nicht, was ich in den Titel schreiben soll. Heißt es jetzt Team Magqua? Oder Magmua? Ich weiß es nicht. Also, es wurde einmal irgendwie an diesem Wetterinstitut oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr, das ist ewig her. War das hier oben? Nach Fortree? Ich Weiß ich weiß gar es nicht mehr. auch nicht. Irgendwo an einem Wetterinstitut, wo das mal kurz Ich auch erwähnt. nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Das Das war war ja ja keine keine große große Hilfe. Hilfe. Nee, also keine Ahnung. Einmal haben sie es erwähnt und seitdem sagen sie immer nur Aqua und Magma. Warum sagen sie nicht ihren Teamnamen? Ja, Kombination. Komisch. Oh, fuck. Gift dabei. Und Flug. Oh fuck. Wir machen einen Rockslide, wenn der hoffentlich trifft. Oh, flincht, wirklich? Sehr schön.
Der sollte ausreichen. Ich mag zwar nicht in der Lage sein, dich zu schlagen, aber unser Boss wird es sein. Die wollen ein Kind schlagen? Ich bin 10 Jahre alt. Ja? Hört auf, mich andauernd schlagen zu wollen. Ach, da ist sie ja. Wir haben sie gefunden. So, Aqua Admin Shelly, da gehe ich doch gleich mit Trico rein, oder? Komm, ich glaube, die wird nicht schwer. Die sind alle irgendwie völlig underlevelt hier. Weiß nicht warum. Oh, meine Güte. Ich laufe sogar in dich rein oder ich treffe dich sogar, wenn ich nicht mal arbeite. On the clock sein heißt gerade zu arbeiten, ne? Also wenn ich gerade Freizeit habe. Oh, ach du meine Güte. Jetzt treffe ich dich sogar noch in meiner Freizeit. Was soll der Mist? Vielleicht sind wir dazu bestimmt, eins zusammen zu sein. Die macht sich schon wieder an den 10-Jährigen ran. ich bin zurzeit eigentlich wütend. Ich bin gerade eigentlich wirklich wütend. Willst du einmal in deinem Leben was Nutzvolles machen? Beruhige mich! Das ist ja putzig. Ganz schön Damage da. Aber... ich sag doch. Herrlich. Also, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen mehr, ja, entspannt. Danke dir. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich einen meiner Kollegen rufen. Damit du noch schneller besiegt wirst. Wo er ist? Das wirst du herausfinden müssen. Was? Ich dachte, du rufst den. Was? Du blöde Kuh, ich bin hergekommen, um dir eine Nachricht von deinem Boss zu überreichen. Und du haust einfach ab. Alter. Hackt's oder was? Diese Aqua- und Magma-Spastis. Ach nee. Ich wollte gucken, ob ich noch irgendwie einen geheimen Gang finde oder sowas. Aber scheint nicht so. Wo soll ich den denn jetzt finden? Bei der Wasserstelle? Ah, Tatsache. Tatsache, da steht ja einer. Magma Grunt. Machen wir mal Melodik. Oh, schau mal, wer da ist. Du willst Admin Matt fangen? Da musst du erst durch mich durch. Nein, ich will den nicht fangen. Ich bin hier im Auftrag seines Bosses, um ihm eine Nachricht zu überbringen. Diese Spinner! Es kann doch nicht wahr sein, dass ich gegen einen Eindringling verloren habe. Das sollte nur ein schlechter Traum sein. Au! Oh, das ist echt weh. naja, egal.
Sieht so aus, als wäre Matt schon weggeschwommen. Und er ist sehr bekannt. Jetzt lacht dieser. Er ist sehr bekannt für seine Schwimmgeschwindigkeit. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Ich bezweifle, dass du in der Lage sein wirst. Mensch, jetzt habe ich wirklich was im Auge. Ich bezweifle, dass du in der Lage sein wirst, ihn zu fangen. So. Tabitha. Hey. Auf. Hey Rusty, sag mir, wo Matt ist. Sir, er ist gerade losgeschwommen. Er ist gerade zu Kyogre losgeschwommen. Da wir diesen Eindringling hier haben. Warum ist Matt immer so ein, ja, Sturkopf? Nee, Idiot, ich weiß es nicht. Also Knucklehead. Ne? Also Knuckles sind die Fäuste, ne? Also die Knöchel hier, die hier, ne? Das sind deine Knuckles. Und Knucklehead ist jemand, der halt nicht hiermit denkt, sondern immer gleich damit denkt. Ne? Hitzkopf. Ja, ja. Das könnte man sagen, ne? Ein Hitzkopf, genau. Ne? Warum ist er immer so ein Hitzkopf? Ich habe ihm gesagt, auf meine Befehle zu warten. Sir, es war... interessiert mich nicht, was es war. Jetzt rede ich. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Hier wird sich nichts ändern, ob du nun hier bist und nicht. Wir haben größere Probleme als das hier. Als das. Sammle alle Truppen und lass dieses Kind hier am Pokémon Center zurück. Oder setz es dort ab, keine Ahnung. Jawohl, Sir. Wohin gehen wir denn überhaupt? Team Magma ist nicht so beliebter Ort. Route 128. Das hier? Vampire? Ne. Ah. Wo ist 128? Ich sehe die 28 nicht. Ich sehe 30, 29, 27, 25. Aber irgendwo in dem Bereich, schätze ich einfach mal. Da ist ganz viel mehr. Und das gefällt die Magma nicht so. Verstehe ich. Unter Wasser. Okay. Wir wissen Bescheid, wo es als nächstes hingeht. Tony Stark! So, Moment. Wir müssen uns sogar noch heilen. Die haben echt nur abgesetzt, nicht geheilt. Wow. Frechheit. Absolute Frechheit. Ah, du, nee. Also hier haben wir Tony Stark, hier haben wir Bruce Wayne und hier haben wir Clark Kent. Für die, die es letztes Mal verpasst haben. Ich habe sogar extra Clips davon gemacht und auf YouTube gestellt. Nur Tony Stark habe ich ausgelassen. Weiß nicht. Da hatte ich keine lustige Reaktion für und ich wollte dann nicht irgendwie jetzt eine Reaktion faken. Einfach nur für ein Video. Das ist nie so mein Stil. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Wasserblockade jetzt entfernt ist, oder? Also soll heißen, hier drüben standen Leute vor einem Boot und dann gab es ja auch noch die Möglichkeit, selber zu schwimmen. Die stehen immer noch da, okay. Kann ich eventuell... Nee. Wäre cool, wenn ich hier dran vorbeischwimmen könnte und dann einfach hier drauf gehe. Nee, aber hier oben gab es ja noch den Wasserweg. Also quasi selber schwimmen, ohne Boot.
Genau, und der war ursprünglich mal blockiert, jetzt ist er offen. Super. Route 124. Ach du! Komm jetzt her. Ja, braves Mädchen. Wenn du einfach nur so im Meer rum. Float hatten wir auch schon mal einmal das Thema. Wie übersetze ich Float am besten? Herumtreibst. Ne, also einfach nur so rumtreibst. Dich legst dich hin. Das ist gar kein Schwimmen, das ist durch Auftrieb einfach nur. Wie übersetzt man denn Float? So ein richtiges gescheites Wort, außer auftreiben oder rumtreiben. Geleiten ist es ja auch nicht wirklich. Schweben. Schweben ist so. Schweben klingt so falsch, wenn es um Wasser geht, oder? Schwimmen, treiben. Ja, treiben wird es halt sein, ne? Wenn du so einfach nur im Meer rumtreibst, dann kommen Pokémon vorbei zum Spielen. Das ist lustig. Aber einige von denen könnten vielleicht gefährlich sein. Ja, wenn so ein Hai-Pokémon kommt, ne? Da hätte ich schon ein bisschen Schiss. Dass es nicht bloß spielen will, sondern vielleicht mal knabbern will. Nom, nom, nom. Kleiner Hai. Kleiner Hai. Nein, machen wir nicht. Großer Hai. Riesenhai. Ich habe nichts gemacht. Nein, das habt ihr nicht gesehen. Es scheint wohl so, als wirst du in der Lage sein, die meisten der ge gefährlichen Pokémon hier zu bewältigen. Ach nee. Der Roland. Komm mal her, Digga. Wie geht's dir? Ich dachte, du wärst in Borderlands gestorben. Du reitest auf einem Pokémon, statt selbst zu schwimmen. Ja, ist halt praktischer. Ja, auf dem Ding könnte ich aber auch nicht reiten. Stell dir mal vor, du reitest auf einem Quillish, das einfach übersät ist mit giftigen Stacheln. Ist er ein Kugelfisch quasi, ne? Ja, da willst du auch nicht drauf sitzen, oder? Kein Wunder, dass der selber schwimmt. Da setze ich mich nicht drauf. Du bist vielleicht kein guter Schwimmer, aber ich muss zugeben, genau das hat er gesagt. Wortwörtlich. Ich muss zugeben, du bist ein großartiger Pokémon-Trainer. Ich weiß nicht, was das jetzt schon wieder ist, warum diese Müdigkeit hier einsetzt. Den Mind-Badge. Also ich habe Taucher als Gegenstand. Ich muss es niemandem beibringen. Aber den Mind-Badge habe ich, glaube ich, noch nicht. Das wird dann wohl der nächste sein. Ja, ist der nächste. Alles Klärchen. Ich frage mich, ob der auf Moss Deep oder so Topolis ist. Ein Kleinstein Level 21 mit Sturdy. Ja, willst du das ins Team nehmen? Kann Weilchen dauern, bis das auf dem Level ist, dass es gegen Mewtwo kämpfen kann. Ich werde langsam müde vom Schwimmen. Wie wär's mit einem Kampf? Und du brauchst dann noch jemanden, der mit dir Trade evolven kann. Aber da findet man bestimmt jemanden. Reaver oder Xela oder vielleicht Stefan, irgendjemand, der dann vielleicht gerade zufällig zuguckt, ne? Das kriegen wir schon hin. Beziehungsweise, wenn ich mit Höhen fertig bin,
Könnte auch ich es machen. Ich wollte dir ja sowieso noch einen Apfel vorbeischicken, glaube ich. Oder habe ich dir das per Mail geschickt? Kann man das per Mail schicken? Nee, ich glaube, Pokémon kannst du nur persönlich traden. Glaube ich. Aber keine Sorge, du bekommst das schon noch. Wir müssen das irgendwann mal Höhen schaffen. Oh nein. Oh Gott sei Dank, Regentanz. Ich dachte, es macht jetzt eine Feenattacke und dann wäre ich im Arsch gewesen. Das war ein großartiger Kampf. Jetzt ist es Zeit, wieder zu schwimmen. Der nimmt sein Training sehr ernst, ne? Sis Rita und Bro Sam. Hallo, Jungspund. Ich brauche gerade wirklich Geld, um Nahrungsmittel und Getränke zu besorgen. Ich habe 3 Stardusts zu verkaufen. Aber der Mania kauft sie nicht für mehr als genau den gleichen NPC haben wir auch vor dem Maniac im Kanto stehen gehabt. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendeine Quest, die für uns aber noch uninteressant ist. Und nein, ich kaufe von ihm jetzt kein Stardust für 9000. Erst wenn ich weiß, wie diese Quest funktioniert. Ah, das ist der Bruder vom Maniac. Mal gucken, was wir so alles haben. Ich weiß nicht, braucht man die Mushrooms für irgendwas? Für irgendwas anderes? Bin mir da nicht ganz sicher. Wird die vielleicht erstmal aufheben, aber ich weiß es nicht. Kommt ordentlich Kohle rein. Du willst gegen mich kämpfen? Dann weine nicht, wenn du verlierst. Sollte ich weinen? Warum sollte ich verlieren? Ha! Nein, ich habe verloren. Ah, sie weint. Du willst gegen mich kämpfen? Na klar. Glaube ich, Wasser und Elektro. Deshalb mache ich dann Night Slash statt Elektro. Yep. Oh nein, ich habe verloren. Ich versuche mal gegen meine große Schwester zu kämpfen. Die hat ein starkes Pokémon. Nein, hat sie nicht. Ich habe sie platt gemacht. Ketoprak. Der Tausch. Ja, okay. Wir tauschen einfach nur einen Trank und einen Potion. Trank und einen Potion. Immer hin und her. Ah, hier ist schon ein Mossdieb. Ich würde mich hier gerne noch ein bisschen umgucken. Es gibt hier keine Pokémon, die rumschwimmen, nur durch Angeln. Das ist praktisch. Kann man sich ordentlich umgucken. Bin ja mal gespannt, was in diesen Löchern da unten dann zu finden ist.
Hallo Spencer. Kennt ihr das noch? Glaube ich nicht. Aber vielleicht kennt ja einer von euch noch Hallo Spencer. Das waren alles wie so eine Art Handpuppen oder sowas. Also, oder wie so eine Art Muppets oder sowas. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Plüschtiere, irgendwie sowas. Und da gab es den Drachen Kasimir. Und ich weiß nicht, wenn irgendwas bei euch da Klick macht, dann das wäre krass. Das wäre echt krass, weil das Zeug ist alt. Aber vielleicht kennt ihr es ja noch aus eurer Kindheit, so von, weiß ich nicht, vom Kinderkanal oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lief. Lief das auf den Öffentlich-Rechtlichen oder lief das auf dem Kinderkanal? Keine Ahnung, ist zu lange her. Kika, ja? Ich google das jetzt einfach mal, aber ich mache kein Video dazu an. Sonst wird hier wieder geclaimed oder irgend so ein Mist. Ich hab davon langsam die Schnauze voll. So viele meiner Videos werden geclaimed, weil das mal 10 Sekunden ein Clip drin ist. Was ich lächerlich finde. Meine Videos sind teilweise eine Stunde lang. Manchmal lade ich den ganzen Stream einfach hoch. Das sind dann manchmal 5 Stunden oder sowas. Ne? Und da ist dann ein 10 Sekunden Clip drin und das ganze Video ist geclaimed. Spinnt ihr oder was? Kommt ihr noch recht? Hallo Spencer. 1979 kam das raus. Schon Weichen her. Und die letzte Folge kam im Jahr 2001 raus. Also die haben relativ lange produziert, muss ich sagen. Was steht denn hier noch so? 275 Episoden zu je 30 Minuten Länge. 275 Episoden. Krass. Ja. Weiß nicht, was es da großartig zu sagen gibt, außer, keine Ahnung, googelt es mal selber. Guckt es euch mal an. Vielleicht gefällt es euch ja. Es ist halt an Kinder gerichtet, ne? Und wenn es euch gefällt, ihr selber seid aber schon zu alt, dann zeigt halt euren Kindern. Ne, das war noch, sag ich mal, gute, ordentliche Unterhaltung. Nicht so ein Schmutz mit Kraftausdrücken wie bei mir. Zeigt meine Videos nicht euren Kindern. Das ist hier nicht kindergerechte Unterhaltung, für die, die es noch nicht verstanden haben. Anscheinend sind meine Pokémon zu schwach. In die Tiefen zu stürzen oder zu tauchen oder irgendwie sowas, ne? Darin bin ich echt gut. Nee, Teletubbies ist ja. Nee. Da haben doch wissenschaftlich nachgewiesen, dass Teletubbies zu gucken schlecht ist für Kinder, weil es die Entwicklung hemmt. Ja? Man soll mit Kindern reden wie mit einem Erwachsenen. Natürlich jetzt keine Fachbegriffe benutzen, die wir nicht verstehen. Verstehen auch die meisten Erwachsenen nicht, keine Sorge, die sind alle dumm. Aber man soll ganz normal reden, weil das Kind ja dann von dir lernt und dein Sprechensmuster dann adaptiert. Na? Und wenn du selber Gugu Gaga Babysprache redest, dann lernt das Kind von früh an so dumm zu reden, was totaler Schwachsinn ist. Na? Du sollst mit dem Baby richtig reden, als wäre es ein erwachsener Mensch. Natürlich mit einfachen, klaren Wörtern. Und das ist am besten. Und dieses Teletubby-Zeug hat tatsächlich Kinder verdummt, beziehungsweise ihre Entwicklung also verlangsamt. Ne? Weil sie eben diesen Mist erst gelernt haben, bevor sie richtiges Reden gelernt haben. Und das ist, wie gesagt, nicht nur meine Meinung, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also, Teletubbies sollte man eigentlich verbieten, bin ich der Meinung. Sowas ist schädigend. Die Leute, die es gemacht haben, anklagen. Oder einfach nur die Scheiße bannen und nie wieder ausstrahlen. Anklagen muss ja auch nicht sein. Ich glaube nicht, dass die böswillig euren Kindern was getan haben. Ja, ich muss erstmal den Mods-Dieb-Orden holen, bevor ich hier weiter darf. Gut.
Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen Mos Deep an. Wie gesagt, bei mir wird es ja gleich was zu essen geben. Aber deshalb möchte ich jetzt noch nicht die Arena anfangen, aber wir können uns noch ein bisschen umgucken. Schauen, ob wir irgendwas Interessantes finden. Ich werde versuchen, ein Foto zu machen. Ich hoffe, die ist nicht schon angeschnitten, wenn ich gleich im Wohnzimmer ankomme. Die sind da manchmal ein bisschen übereifrig. Was ist denn für ein Symbol? Ist die Verbindung weg? Habt ihr das gesehen? Da oben war Verbindungsproblem-Symbol. Ich bin ausgeloggt, aber der Stream läuft noch. Also meine Verbindung ist es nicht. Ist das das Spiel, wie es mir sagen will, geh essen? Geh essen, die Server sind down. Ich bin wieder drin. Da sind wir schon drin. Aber einen kleinen Rollback gab's. Ja, vielleicht eine Minute oder so zurückgerollt. Nicht die. Ist das nicht so schlimm? Ich weiß immer noch nicht, was die machen, diese Psychic Yukis. Irgendwas für legendäre Pokémon, glaube ich. Irgendwas mit IV, EV oder irgendwas, keine Ahnung. Oder Nature. Kommen wir durch? Nee. Hier haben wir wieder ein Casino. Ist aber abgesperrt, so wie ich das sehen kann. Indra. Ich sehe einen Steven. Diese Stadt ist ein Paradies für Taucher. Viele Taucher leben hier. Das ist der Steven. Der hat doch, glaube ich, Stahl, ne? Metagross. Da müsste ich eventuell bei einem Turkohl. Ach nee, das hat wieder alle PP. Perfekt. Ich dachte schon, ich müsste ihm vielleicht seine PP wiederherstellen. Wusstest du oder weißt du, dass diese Stadt die viertgrößte Stadt in Höhen ist? Okay, wen interessiert das? Höhen hat vielleicht 8 Städte oder sowas? Keine Ahnung. Also so gefühlt 10, lass es 15 Städte sein höchstens. Und davon die viertgrößte zu sein, naja. Nicht so spektakulär. Hoia! Was? Select Pokémon? Was? Der hat nicht mal einen Text gegeben. Dein Milotic. Es mag dich so sehr wie Pokéblocks. Es mag dich sogar noch mehr als Pokéblocks. Ich glaube, Pokéblocks ist was zu essen, oder? Aber was bringt mir das? Was ist das hier? Okay. Mein Mann misst alles in Pokéblocks. Okay. Heißt der wirklich Stone? Ja, stimmt. Der Vater hieß Mr. Stone, ne? Steven Stone. Und dann hat er Stahl-Pokémon. Der macht seinem Namen echt keine Ehre. Hallo, Döskop. Ich habe gehört, was du so in Höhen treibst. Und auch habe ich gehört von den Kämpfen, die du hattest mit Team Aqua und Magma. Trotzdem, ich glaube nicht, du bist talentiert genug oder ja, erfahren genug, skilled genug. Würde man den Skilled am besten übersetzen? So ein Ding. Ich neige fast dazu, es einfach unübersetzt zu lassen, weil das mittlerweile in unserem Denglisch heutzutage so verbreitet ist, dass jeder weiß, was Skills sind. Ne? Skills, so Fähigkeiten, Fertigkeiten. Also du bist nicht fähig genug.
Ja, würde ich fast sagen, oder? Ich glaube nicht, dass du dazu in der Lage bist, dass du fähig bist, uns richtig zu helfen. Ich werde beim Mos Deep Space Center sein, also Weltraumcenter. Wenn du den Mind Badge bekommst, dann werde ich es vielleicht in Erwägung ziehen, dich uns helfen zu lassen. Dreist, oder? Das ist dreist. Da will man jemanden helfen und der sagt, ah, du bist nicht gut genug, um mir zu helfen. Da. Naja, vielleicht überlege ich mir das noch, vielleicht, aber. Hallo? Wenn jemand helfen will, sagst du danke und fertig ist. Na, Arschlöcher. Bis dann. Viel Glück. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Kommt mir so ein bisschen hochmütig vor. So, ist das so? Ah, von oben herab. Meine Kampftyp-Pokémon haben keine Chance, weder gegen Tate noch Lisa. Ich konnte ihre Pokémon nicht mehr berühren. Ich plane, meinen Pokémon Unlichtattacken beizubringen, sobald es ihnen besser geht. Tate und Lisa? Ist das eine Arena, die von zwei Leitern geführt wird? Ich trainiere, also ich trainiere meinen Hypno gerade. Bitte geh weg. Griva, hallo. Hypno. Soll das Hypno? Alter, er trainiert sein Hypno, sagt er, ja? Und das Hypno macht sein Hypnose-Ding bei der Madeline. Heißt das, der trainiert seinen Hypno, um die Madeline zu entführen? Hypnotisieren und dann mit in den Keller nehmen? Dieses Spiel, ey. Er hat sie eingeschläfert. Das ist das gleiche, wie wenn du so eine Knockout-Tropfen in ein Getränk von einem Mädel auf einer Party reinmachst. Weißt du? Der hat sie eingeschläfert, hypnotisiert. Hey, fass sie nicht an. Ich trainiere gerade meinen Hypno. Und ich möchte sehen, wie lange seine Hypnose anhalten kann. Sie wacht vielleicht auf, wenn du sie anfasst. Alter! Das Spiel ist halt abgefuckt, oder? Jim, Hannah und Pete? Ja, Pete. Mann, ey, du solltest mal die Vorstellung oder ja, die Performance, den Auftritt, du solltest mal den Auftritt von diesem Magier da angucken. Seine Magie-Tricks sind einfach großartig. Der Magier wie heißt ein Pidgey nochmal? Taubsi. Kann ein Taubsi aus dem Nichts erscheinen lassen. Damit kann man jedes Pokémon erscheinen lassen und verschwinden lassen. Ich kann immer noch meinen Augen nicht trauen. Der benutzt einfach einen Pokéball. Ich habe nicht in Magie geglaubt oder an Magie geglaubt. Aber nachdem ich den Auftritt von diesem Magier dort gesehen habe, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Kadabra. Wenn nicht mal ein Simsala. Hallo, mein Name ist Daddy Corbusier. Corbusier. Daddy Corbusier. Keine Ahnung. Und ich bin ein Magier. Du kannst mich auch Daddy nennen. Willst du mal meine Magie sehen? Hahaha, jetzt schau ganz genau hin. Ich werde versuchen, dich zu teleportieren in 3. 2, 1. Ja, aber das ist doch keine Magie. Das ist das Kadabra. Das sind deine psychokinetischen Kräfte. Lächerlich. Lächerlich. Was kann dieser Psychic machen? Ach so, Hidden Power, ja.
Alles klar. Da oben waren wir drin, ja. Komischer Bereich, aber egal. Ella Felix. Da oben die Arena, oder was ist dort? Ah, das Space Center. Steven? Ich bin jetzt gerade beschäftigt, aber komm noch mal zu meinem Haus, wenn du der Champion bist. Aha. Okay. Ja, dieser Ort ist gerade geschlossen für ein paar kleine Umbauten. Komm bald wieder. Okay. Nach der Arena halt, gehe ich mal davon aus. Ich bin echt froh, dass ich in dieser Stadt lebe. Ich kann den Geruch des Ozeans genießen. Oh ja. Ich war schon so lange nicht mehr am Meer. Aber das ist echt toll. Ja, die salzige Luft, die allgemein diese frische Luft ist geil, ne? Und das Salz in der Luft hilft auch noch so richtig, die Nebenhöhlen zu befreien und so. Es ist richtig gesund, vor allem für Leute, die oft eben Probleme haben mit der Nase oder mit der Lunge oder so. Das ist allgemein diese Luft sehr, sehr toll. Singst for the win? Singst. Singst? Verstehe ich nicht. Wenn ihr in der Nähe kein Meer habt und auch nicht vorhabt, in der nächsten Zeit mal irgendwie an Meer Urlaub zu machen, was ich euch raten kann, mal auszuprobieren, ist eine Salzgrube. Es gibt manchmal so Keller, die sind dann halt komplett mit Salzstein ausgebaut oder ja, haben die extra dort halt Wände aufgebaut aus Salzstein und da setzt man sich einfach nur eine halbe oder eine dreiviertel Stunde rein und atmet einfach nur diese Luft ein und das ist sehr befreiend für die Nase, für die Nebenhöhlen allgemein sehr, sehr gute Luft. Viele machen das auch als Therapie, wenn sie Probleme haben mit Lunge oder mit Nase und sowas. Kann ein bisschen kostspielig sein, dafür, dass man sich bloß hinsetzt und eigentlich nichts macht, keine Therapie bekommt, nichts und trotzdem bezahlen muss dafür. Aber Leute, die solche Probleme haben, weiß nicht, probiert's mal aus. Es ist sehr befreiend. Kann schon Spaß machen, mal endlich mal ordentlich atmen zu können. Ich mach das auch mal so ein bisschen. Vor allem, wenn dann so wieder Frühblüher und Spätblüherzeiten sind, habe ich so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, was mich da so erwischt, welcher dieser bösen Blüher es sind, aber ab und zu mal trifft es mich da so ein bisschen. Quasi beliebtestes Gebiet an der deutschen Ostsee. Ah, an der Ostsee. Also ich war noch nie an der Ostsee oder der Nordsee. Das einzige Meer, was ich kenne, ist in Spanien. ich weiß nicht warum. Mir wäre wahrscheinlich das deutsche Meer ein bisschen zu kalt. Also wenn es nur darum ginge, die gute Luft einzuatmen, könnte ich mir vorstellen, da mal irgendwie eine Woche Urlaub zu machen. Aber schwimmen gehen, habe ich so die Sorge, dass es sich nicht lohnen würde, weil es einfach zu kalt und unangenehm ist. Also ja, keine Ahnung. Meine Meeresurlaube habe ich bis jetzt immer in Spanien gemacht. Aber es ist auch schon wieder ganz schön lange her. War schon lange nicht mehr. Ne? Kostet. mein Mann und mein erster Sohn sind beide Psychiater. Nee. Was? Ein Psychiater kann deine Gedanken nicht lesen. Du meinst, sie sind Psycho. Was ist denn jemand, der seine Gedanken lesen kann? Also niemand kann Gedanken lesen. Wie nennt man jemanden, der es angeblich kann?
nicht Psychiater. Ein Psychiater ist was anderes. Ein Psychiater ist der, bei dem du dich auf die Couch legst und deine Probleme erzählst. Und der hilft dir, die zu bewältigen. Wir können nichts vor ihnen verstecken. Aber das ist das, was uns eine so kräftige Familie macht. Wir trauen uns einander. Mentalist, ja, ein Mentalist quasi, ne? Aber das gibt's ja nicht. Man kann nicht Gedanken lesen. Man kann nur aufgrund von Hinweisen, kann man nur vage Vermutungen anstellen, die dann zutreffen, weil sie vage genug sind. Beziehungsweise die meisten Mentalists benutzen ja auch noch Tricks wie, also die haben ja dann so eine Show, wo die Leute im Publikum sitzen und die fragen, oh ja, hier, ich spüre einen Geist, der mit mir reden will, ja, so, kennst du so einen Mist, ne? Und die hören ihr Publikum ab vor der Show. Das heißt, die haben in der Tribüne überall Mikros versteckt und die Leute sitzen da und sehen so, ja, oh, ich hoffe, er wird mich auf meine Großmutter ansprechen, die und so, sammeln dann diese Daten und dann benutzen die in ihren Trickshows. Also das ist alles Betrug. Glaubt nicht an sowas. Aber es sind halt relativ schlaue Leute, ne, die relativ gute Tricks anwenden. Und dumme Leute fallen drauf rein. Und das Schlimme ist dann, wenn diese dummen Leute dann ihr ganzes Geld an diese Leute abgeben. Sich bescheißen lassen. Das ist das Schlimme. Vor allem, wenn sich dann alte Leute verarschen lassen. Das tut mir am Herzen weh. Ne? Zum Beispiel gibt es auch diese Kaffeefahrten. Glaube ich, das kennt ihr, ne? Wo die alte Leute auf eine kostenlose Busreise einladen. Auf eine kleine Stadtrundfahrt oder irgendwie sowas. Und dann versuchen die den bei dieser kostenlosen Fahrt irgendwas zu verticken. Irgendwelche Verträge anzuschwatzen und so ein Scheiß. Und bei vielen älteren Leuten ist es ja leider so, dass der Verstand nicht mehr ganz so schnell rattert wie bei uns. Und die sind meistens eher leider auch noch ein bisschen zu gutgläubig und lassen sich dann halt gerne mal so ein Mist aufschwatzen und dann ist ihr ganzes Geld weg, was sie ihr Leben lang gesammelt haben, um dann in der Rente ordentlich zu leben. Ne? Sowas tut mir im Herzen weh, wenn dann gutgläubige alte Leute verarscht werden von irgendwelchen Flachwichsern, sage ich jetzt mal so ganz krass. Das tut mir in der Seele weh. So, na gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Mit den Mentalists. Hey, du bist Dyskorb, nicht wahr? Wie ich das weiß? Ganz einfach. Es nennt sich Gedankenlesen. Ja, du mich auch mal, ey. Steht auf meinem Trainerpass. Und ich bin berühmt! Ja, biregionaler Champion! Ich bin berühmt! Okay, Game Corner wird repariert. Ich soll später wieder kommen. Warum wird hier gerade alles repariert? Was ist hier los in Höhen? Alles kaputt. Wir haben nichts Wichtiges zu melden. Ich wollte bloß mal gucken, ob hier vielleicht was Kostenloses gibt. Nö. Oder schlimm ist dann auch, wenn so berühmte Leute. Ich lese gleich, was du geschrieben hast. Ich wollte bloß noch mal meinen Gedanken zu Ende führen. Schlimm ist das, wenn berühmte Leute, so wie zum Beispiel diese Gwyneth Paltrow, die ist ja berühmt aus Filmen, ne? Und die haben dann eine bestimmte Fanbase. Einfach nur durch die Filme halt. Unabhängig davon, wie talentiert oder untalentiert die sind. Die hat eine Fanbase. Und wenn dann diese berühmten Leute ihre Fanbase ausnutzen, um die zu scammen, um die zu grieven, ne? Sowas finde ich abartig, ne? Die Frau verkauft doch tatsächlich Steine übers Internet. Steine, von denen sie behauptet, diese Steine reinigen eure Seele. Ja, die reinigen euer Chi. Eure Krankheiten werden weggehen. So ein Mist mit Steinen. Wo ich mir denke, die blöde Fotze ist zum Strand gegangen, hat dort eine Handvoll Steine genommen und verkauft die dann für tausende Euro. Einfach nur, weil dann der Name dahinter steht. Gwyneth Paltrow. Ja? Sowas finde ich abartig.
Und ich weiß gar nicht, ob ihr dieses kleine Detail wusstet. Ich finde es ein bisschen widerlich. Die Dame verkauft Duftkerzen mit dem Geruch ihrer eigenen Mumu. Ja? Also, die hat irgendwie, weiß ich nicht, Wissenschaftler dazu gebracht, irgendwie künstlich den Geruch ihrer tieferen Zonen nachzuahmen und diesen synthetischen Geruch dann halt in Kerzen reingetröpfelt. Und jetzt kannst du dir Duftkerzen kaufen, die nach ihrer niederen Regionen riechen. Ach, bekloppt. Und das Schlimmste ist, es gibt Leute, die kaufen das. Ich verstehe sowas nicht. Die Frau gehört ins Gefängnis. Dafür, dass sie Leuten Steine verkauft und dann behauptet, das würde Krebs heilen. Und so ein Mist. Die gehört ins Gefängnis. Aber egal. Gut, wir lesen mal, was der Greenwise geschrieben hat. Meine Großeltern haben darauf geschwört. Die haben die wirklich billigen Fahrten halt mitgenommen und sich den Verkaufsscheiß halt kalkuliert angehört. Laut denen soll das mal eine Zeit lang wirklich die günstigste Art zu reisen gewesen sein. Wenn man das als Reisen benutzt. Ja, wenn man das einfach nur zum Reisen benutzt. Und dann, du musst das Zeug ja dann gar nicht kaufen. Das Schlimme ist, die drängen dich ja dazu. Die wollen, die drängen dich dann wirklich so dazu. Und also die vielleicht noch halbwegs seriös sind, die versuchen dich nur zu überzeugen. Die richtig kriminell sind, die sagen quasi, du kommst nicht mehr aus dem Bus raus, bis du was unterschreibst. Sonst gibt's das hier. Dann gibt's auch die Masche. Ja? Also da muss man auch aufpassen. Also ich würde prinzipiell von sowas fernbleiben und niemanden dazu raten, zu solchen Kaffeefahrten zu gehen. Aber das finde ich gerade lustig, dass du sagst, die haben das kalkuliert und haben gesagt, ja, also die Reise war dadurch günstiger, als hätte ich es über TUI gemacht. Das ist lustig. Okay, zurück zum Spiel. Ich suche nach Pete. Oh nein! Nicht schon wieder! Der junge Parker sucht den Peter. Peter Parker. Warum? Was soll das? Peter Parker. Ich hasse dieses Spiel. Leute, ich schreibe mir das mal kurz auf. Wir sind bei Minute 100. Was ist das? 101, ja, 1 Stunde 21. Wir sind bei 1 Stunde 21. Ich mach daraus wieder einen Clip. Das ist doch dämlich. Tom, wehe, er sucht jetzt Holland. Meine Freundin und ich planen, ein paar Geheimbasen überall in Höhlen aufzubauen. Wir müssen aber noch herausfinden, wie. Okay. Er sucht also Basen. Nicht Holland. Tom Holland. Für die, die es nicht verstanden haben. Ah, ich wollte schon immer mal eine Geheimbasis haben in meinen früheren Tagen. Aber da ich es nicht konnte, habe ich mir jetzt meine eigene in meinem Haus gebaut. Bloß mit dem Unterschied, dass eben jetzt meine Enkelkinder, die Basis statt mir genießen, nutzen, keine Ahnung. Genießen. Ja, cool. Eine eigene kleine Spielbasis im Keller. Eine Puppe. Ah, ich sehe, du hast Gag Arbor zu Beginn deiner Reise gewählt. Genauso wie meine Puppe hier. Nice. Toll. Eine Pikachu-Puppe. Großvater ist so cool. Er erlaubt uns in seiner Geheimbasis zu. Er erlaubt uns in seine Geheimbasis. Sowas finde ich aber echt auch nett, ne? Wenn der nette alte Mann hier extra für seine Enkelkinder was zum Spielen aufbaut. Das ist putzig. Solange es nicht zu so einer Michael-Jackson-Situation wird.
Schamone. Ah, da ist er ja. Nein, doch. Oh, da ist er ja. Du hast mich überrascht, Alter, ey. Psst, ich spiele hier Verstecker mit Parker. Sag ihm ja nicht, dass er wo ich bin. Ah, Peter Parker. Peter Parker! So. Ja, ich glaube, hier machen wir jetzt ein kleines Päuschen. Ich schau mal, wie die Lasagne aussieht. Poste auch gleich mal ein Bild im Discord für euch, für die, die es interessiert. Und esse natürlich eine Kleinigkeit, ne? Und dann weiß ich gar nicht, Pi mal Daumen, 15 Minuten, sehen wir uns wieder. Kommt doch an, wie heiß es ist und wie fertig sie ist. Na, ich werde mich beeilen, aber ich werde mich auch nicht verbrennen. Ne? Also dann, bis gleich, Leute.